Moin moin und hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Medieval Part 25. Da machen wir jetzt weiter und zwar die Spukruinen haben wir zuletzt gemacht und leider ohne Kelch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir den Kelch dort bekommen, aber wir werden die Spukruinen jetzt natürlich nicht nochmal machen, also jetzt nicht nochmal. Ich würde ganz gerne den Kelch allerdings noch bekommen, dennoch geht es jetzt erstmal voran. Zu das Geisterschiff. Oh. Ah. Das ist aber ordentlich geflogen, du. What? Was ist das denn? Chickensaurus Rex. Selbst der Wurm im Auge hat Angst. Ach, Maskutentroll. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Eule, sieht aus wie eine Eule, uns hilft und nicht gerade irgendwie was anderes ist. Nach herkömmlicher Auffassung sollte man nicht auf riesige Geisterschiffe am Himmel springen. Diese Methode der Flugreise ist jedoch immer noch sicherer als Katapulte. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Eule mit uns vorhat. Ich hoffe, sie bringt uns nur von A nach B und sieht uns jetzt nicht irgendwie als Fressfeind. Oh, ist ein Geier. Ein Geier mit leuchtenden Augen. Der uns mal eben aufs Schiff geworfen hat. Sieht interessant aus. Und der fliegende Holländer. Captain, wir haben einen blinden Passagier. Ich habe den Männern gesagt, sie sollen die Decks absuchen. Gut! Schnappt euch den Buben und lasst ihn an der Rab baumeln! Muss das denn wirklich sein? Können wir ihm nicht einen Rüffel verpassen und ihn am nächsten Hafen absetzen? Mann! Jeder auf dem Schiff würde doch seine eigene Großmutter verkaufen! Nichts da mit einem Rüffel! Ha, bringt mir diese Landratte, damit ich sie mir ordentlich vornehme! Okay. Ja, sehr lustig auf jeden Fall. Die Stimme von dem Kerl war jetzt im Übrigen, für die Leute, die es kennen, Revolver Ocelot aus Metal Gear. Okay, hier können wir nichts machen. Rune erforderlich. Mal gucken. Der Großteil der Mannschaft scheint einigen wenigen Offizieren zu gehorchen. Ohne sie wären sie wie kopflose Hühner. Okay. Daraus würde ich schließen, dass wir die Offiziere auf jeden Fall kaputt hauen sollten, damit die nicht mehr vernünftig reagieren können. Hallo Freunde! Okay, die haben jetzt keine Seelen gegeben. Das könnte an den Offizieren liegen. Oh, wow! Hilfe! Was? Wie? Hä? Wo? Okay. Die stehen immer wieder auf. Wir müssen den Offizier finden. Das hat ja keinen Zweck. Wo ist der Offi? Aha, das war ein Offizier. Hat uns gleich 16 gegeben. Nicht schlecht. Okay, den müssen wir finden. Gucken wir nochmal nach, ob auch wirklich alle weg sind. Jupp. Mit dem Offizier verschwinden auch die Skelette. Ich das mal nicht irgendwoher kenne. Das ist ähnlich wie mit Magiern bei Dark Souls. Kamera kann ich nicht drehen. Das bedeutet, uns bleibt die Suche hier nur aufgrund von ja, Kameraperspektive, die vorgegeben ist. Gucken wir mal. Oh, ja, da ist er. Okay.
Na, Offi, komm her. Hat's. Und jetzt bleiben die liegen, ne? Ja. Pustekuchen mit euch. Neues Fläschchen. Oh, Rune. Und wen haben wir hier? Okay, hier könnten wir wieder ein paar Sachen auffüllen. Blitzhandschuh, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so toll. Davon haben wir noch genug. Ja, nehmen wir zweimal mit. Haben wir wieder ein paar Magiepfeile. Die sind ja auch wichtig für uns. Okay. Der Rest ist egal. Und hier gibt es, so wie es aussieht, auch sonst nichts zu finden. Wir können nichts kaputt hauen, nichts durchlesen oder sonst irgendwie. Aber auf den Tischen tanzen, das dürfen wir. Okay, hier entlang. Ihr seid schon wieder da? Stellt sich die Frage, ist euer Offizier dann auch wieder da? Komm da raus! Nö. Hm. Warum haben sie die denn dann nochmal hingestellt, wenn der Offi dazu fehlt? So, jetzt hier entlang und runter. Eben aufpassen. Okay. Hier geht's schon los. So, dann müssen wir mal eben kurz abwarten. Also die beiden gehen zu, die Mitte geht zu. Die Mitte geht zu und dann geht oben rechts zu. Okay, da müssen wir, glaube ich, auch hin. Ich guck mir das Ganze nochmal von oben an. Genau, da hinten müssen wir hin. Da müssen wir so schräg nach rechts rüber, nach oben. Schräg rechts oben. So, wenn die beiden zugehen, dann kommt die und dann können wir darüber. Sehr schön. Da wollen wir nicht runterfallen. Ich glaube, das tut uns nicht sonderlich gut. Okay, können wir nicht zer... Warte mal. Das will ich ausprobieren, ob wir da wirklich nicht zerstören können. Aber mehr Fass. Okay, hier nicht. Wow. Okay, da kommen wir auch nicht rein. So, die Fässer rollen hier alle einfach nur hin und her. So können wir das machen. Und dann so. Und hier hoch. Und hier warten. Allerdings habe ich... Da unten ist ein Jungbrunnen. So. Dann hüpfen wir da mal hin. Hey. Alles mitnehmen. Läschchen sollen voll sein. Immerhin wissen wir nicht, was uns erwartet. Dankeschön. So. Ich würde hier ganz gerne aufs Dach rauf. Ja, fängt er toll an. Oh, schön. Das hat nicht sonderlich was gebracht. So, wieder hier hoch. Zack. Dann hier hin. Mal gucken, ob noch unten irgendwas ist. Noch mehr Fässer. So. So. Dann können wir hier oben mal gucken. Whoop. Nicht vom Fass überrollen lassen. Oh, da ist was. Money, money, money. Hm. Okay, über die Fässer springen. Boah, geht auch ganz gut. Aber hier oben müssen wir lang. Bist du wohl? Okay. Mal auf! Boah, was? Das war ja wohl gemein. Voll fies hängen geblieben. Ich hab euch gehört. Achso, ihr seid unten drunter. Verstehe. Wenn wir da einfach so reinspringen. Aber hier, da ist der Hauptmann. Zack, zack, zack. Komm her, Offi. Pow. Und alle weg. Ja. Yeah. So mögen wir das gerne. Müssen wir jetzt hier rein? Nö. Vorne geht's noch runter. Aber hier wird mit Kanonen geschossen. So. Gibt's da irgendwie Muster? Oder warte mal. Können wir das auch. Können wir das austricksen, dachte ich gerade. Also ausgetrickst würde ich jetzt nicht behaupten, aber wir sind auf jeden Fall rübergekommen. Da sollten wir nicht runter hüpfen. Das sieht nicht so aus, als sollten wir dorthin. So, bab, bab. 1, 2, 3. Fies. Ach genau, hier landen wir dann wieder. Dann rennen wir jetzt durch.
Jawohl. Schade, dass wir hier nicht wieder zurückkommen. Unser Jungbrunnen wartet dort. Hätten wir uns wiederholen können, das Fläschchen. Aber macht ja nichts. Chaosruhen eingesetzt. Aber geht nur da auf, ne? Ja. Schade. Es ist uns nicht gewährt, zurückzugehen. Okay, das dumme Netz. Da wird doch irgendwas Blödes passieren. Habt ihr dann Feuer hochgeschossen? Nö, aber... Trampolin! Oh! Okay, gerade eben sind wir aber richtig hoch gejumpt. So. Okay, ich habe keine Ahnung. Empfand ich jetzt nicht als größte Falle. Hier haben wir nichts hinter. Das sollten wir mal prüfen. Dort geht es auch nochmal lang. Wo uns das wohl hinführen? Yay, zu dem nächsten Jungbrunnen. Also bleibt uns die Frage offen, ob wir hier bei den Kanonenklappen rüber hüpfen möchten. Kürzester Zeit. Oder da vorne entlang. Qual der Wahl. Ich würde jetzt ungern versuchen, hier drauf zu hüpfen. Obwohl. Nee, da geht's tief. Tief hinab. Hm. Okay, einmal Kanonen klappen, wir können uns das ja leisten. Fläschchen haben wir. Müssen wir ihn kurz warten. So. Zack, zack, zack. Okay. Das war einfacher als gedacht. Und dann können wir hier vorne gleich Karussell fahren. Okay, hier geht's überall in den Tod. Könnt noch darüber hüpfen. Uns das Ganze angucken, aber wir wollen ja auch den Kelch später haben. So, dann hüpfen wir mal hier drauf. Was ist denn hier drin? Oh. Okay. Ah, da ist der Kelch. Okay. Oh nein. Komm her, du. Piratenhämpfling. Und Captain Blaubart, den hauen wir ja auch noch weg. Vor denen und seinen Schergen wie Hein Blöd und so brauchen wir keine Angst mehr haben. Aber jetzt haben wir das Problem... Ah ne, der Fahrstuhl kommt wieder. Warte mal. Warum? Warum sollten wir dort lang gehen, wenn wir hier runter hüpfen können? Und da hinten wartet Captain Blaubart. Unten rechts. Da sehe ich ihn. Machen wir mal den hier. Und einfach runterfallen. Babababa. So, jetzt komm her hier. Oh, was zum... Müssen wir die jetzt erstmal einmal besiegen, damit er runterkommt? Ja, jetzt. Jetzt wirst du ein blaues Wunder erleben. So. Spüre die Macht des Sirs. Ups. Okay, das sieht so aus, als würde man später nochmal da unten ankommen oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass wir hier irgendwie durch die Kajüte können und dann da unten ankommen. Aber wenn wir jetzt hier hingehen, gehe ich davon aus, kommen wir zum Deck. Also sollten wir vielleicht einfach mal hier runter gehen. Ja, vielleicht da vorne aufs Dach springen. So, einmal hier rauf. Den nicht runterdrücken. Dankeschön. Und dann in die Richtung mal eben runterspringen. Jo, das geht. Komm her, du. Übermütiger. Die guten alten Stahlfaust-Zivilierte. So, wo ist euer Meister? Es gibt keinen. Aber die sind trotzdem weg. Okay. Dann sieh mal einer Schau, was passiert, wenn wir hier reingehen. Gibt ja keinen anderen Weg. Aha.
Oh, da bist du. Kleiner Feigling, aber deine Schergen zu uns schicken, wa? Jetzt haben wir auch alles voll für den Kelch. Können hier wieder rausgehen. Jo, dann machen wir das doch mal. Weil hier unten gefunden habe ich jetzt nichts. Oh! Heilige Makrele. Boah! Was wollt ihr nicht? Ich wollte nur gucken. So, und zisch! Ich wollte... Ah! Müssen wir noch weiter in die Richtung? Boah, ja! Jetzt hoffe ich natürlich, dass hier nirgendwo ein Abgrund mit dabei ist. Oh nein. Okay. Das ist nur, wenn wir springen. Zack. Okay. Hoho. Und jetzt wieder unten. Kamera. Mach mal bitte was Gutes. So. Wow. So ein Mist. Hat sich nicht viel oder nicht sehr gelohnt, dass wir das geholt haben. Okay, können wir da blocken? Nö. Sehr schön. Alter, machen die einen Schaden. So. Ah, und jetzt kommen wir hier wieder raus. Und müssen da wieder rüber. Das gibt's ja nicht. Da können wir nicht rüber. Ah, Mann! Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. So. So. Okay. Ja, noch höher am besten. Dann dürfen wir gar nichts mehr sehen. Zur Fortescue. So. Schaukelt in die Höhe. Komm. Wir machen hier wieder den Gang über die Kanonenfächer. Ah, sieh an. Die bleiben einfach offen. Sehr schön. Hier kriegen wir wieder ein bisschen Energie. Dankeschön. Können wir da rüber hüpfen? Erlaubt uns das Spiel das? Ja. Knappe Kiste, aber wir durften. Warte mal. Das war ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja auch noch den Kelch haben. Also darüber. Gleich wieder ab in den Fahrstuhl. Dankeschön. Und der Heldensaal-Kelch für uns. Lass uns da durch. Runterhüpfen. Yeah. Müssen wir noch was aufladen? Nicht, dass ich wüsste, oder? Unser Schild ist noch voll. Ah, was hast du zu sagen? Der Geisterschiff-Kapitän ist aus hartem Holz geschnitzt. Ihr werdet etwas Stärkeres als die Waffen in eurem Inventar brauchen, um ihn von Bord zu stoßen. Okay. Aus hartem Holz. Was Stärkeres als die Waffen in unserem Inventar. Okay. Jetzt habe ich keine Ahnung, aber das wird sich uns bestimmt gleich erschließen. Ah, die Kanone. So. Oh, warte mal. So. So. Mist, wir brauchen Feuer, glaube ich. Um die zu entzünden. Nö. Keule? Ach so. Alles klar. Verstanden. Wir brauchen eine Fackel. So. So wird's gehen. Einmal nach links drehen. Anzünden. Boom. Nicht mit mir, Freundchen. Mist. Können wir das blocken? Bin mir gerade nicht sicher. Jawohl. Spring ein weiter. Los jetzt, Captain. Ah, falsche Richtung. Ah, Mist. Erloschen!
weg mit euch. Oh Gott. Was? Durch den Regen ist das Feuer ausgegangen. Oh, wow. Heiliges Lieschen. Jetzt vielleicht doch was anderes? Die Rüstung? Packen wir mal dorthin. Okay, geht damit auch. Ja, das reicht dann ja. Ha. So, who cares? Nein, nein, wirst du wohl dein Schwert ein bisschen schneller nehmen, Kumpel. Dann sehen wir hier kein Land mehr. Ist halt weggehopst. Jawohl. Oh oh. Nein, nimm doch die Waffe ein bisschen schneller, mein Freund. So, und bisher klappt's. Waffe. Anzünden, komm. Jawohl. Toter Totenkopf. Da war's mit dir, Freundchen. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum wir vorher mit der Rüstung das nicht entzünden konnten. Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Nicht richtig getroffen oder so? Ich habe keine Ahnung. Warum brauchten wir zu Anfang eine Fackel? Obwohl wir die ganze Zeit schon Feuer dabei hatten. So, 17 Kelche haben wir. Wäre das keine tolle... Nö, wäre es nicht. 17 Fackeln haben wir. Kelche, Entschuldigung. Oh, ich höre hier doch was. Ich höre hier doch was. Von wo kommt es? Kam das von da? Ja. Hallihallo. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Schließt das Auge und streckt die Hände aus. Dankeschön. Bisschen Energie zurück. Sehr schön. Das ist aber lieb. Ich höre hier immer noch so irgendwie Glitzer-Dingenskirchen. Mal lieber gucken. Okay, hier ist nichts. Dann können wir runterhüpfen. Dann ist das von hier hinten und damit können wir den Level und den Heldensaal beenden. Jawohl, tschüss Heldensaal. Und Dankeschön. Das war auf jeden Fall eine gute Hilfe gewesen und vermutlich jetzt besser als beim letzten Mal. Also... weil wir ja gut Energie gehabt haben. Und als nächstes wird es dann weitergehen in die Eingangshalle. Vermutlich von Zaroks Turm. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber trotzdem, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Medieval. Ciao.